Ja, dann geht's auch weiter, ne? Ja, habe ich ja eben aufgehört. Die spawnen. Schön, vor meinen Augen gespawnt und vor meinen Augen gestorben. Na sowas. Was sagt mein Magen? Och. Schau an, keine Rüstung hier. Hiervon habe ich aber genug. Hoffentlich wird mir das nicht zur Last gelegt, dass ich hier Federn verwende. Aber die Federn, die habe ich verwendet, ohne dass ich ein Tier zuleide getan habe. Nur aus dem Vogelhaus. Also so gesehen ist es noch vegan. So, die rote Tür. Da sind wir hier. Was ist denn nett da oben? Eins ist kaputt, ne? Dann öffne die Tür mit der Schlüsselkarte. Es lädt. Hoffentlich ist es nicht abgekackt. Wenigstens haben wir hier Licht. Also Strom ist immer noch da. Hier haben wir noch was rote Farbe. Hier soll eigentlich eine Tür sein, ne? Ja, hier sind ja Scharniere dran. Aber wir gehen natürlich hier rüber. So wie es auch sein soll, ne? Und dann hoffe ich mal, dass mal die gute Megan auch besiegen können. Medizin und Knochen. 15 Knochen. 10. Kann nichts mehr gebrauchen. Dann alle hopp, ne? Was soll ich denn sonst damit? Oh. Ja, so kann man auch hier lang gehen. Also hier sind auf jeden Fall einige, ein paar Gegner, aber nicht viele. Der Hauptgegner ist natürlich, ja, dieses Mädchen. Megan Cross. Ja, der Vater hat versucht, sie zu retten, ne? Und dieses Experiment ist dann nach hinten losgegangen. Hier war wohl das kleine Versteck von Megan. Lies. Mickey erzählt Lügen. Hier wieder hoch. Und schon sind wir quasi in der Kantine, würde ich sagen, ne? Ja. Kann man als Kantine bezeichnen. Da kann man sich nur hinsetzen und ausruhen, brauche ich aber nicht. Hier kann man noch was essen. Ist das vegan? Ich denke mal schon. Ich denke mal, das geht völlig in Ordnung, wenn man hier sowas frisst. Hauptsache, es geht halt darum, keine Tiere, ne? Aber die Dinger brauche ich eigentlich alle nicht. Hier kann man sich noch einen Soda gönnen, hier ein Snack. Oh, Snacks, stimmt, die habe ich ja verbraucht, ne?
C. Dachte noch, davon hätte ich genug, aber das fülle ich immer schön auf. So, jetzt habe ich genug davon. Jetzt ab. Ja. Schön über die Rohre. Hier erkenne ich wieder kaum was. So ist doch schon besser. Und hier sind wir in der Kinderstation. Wir haben die versucht, Kinder. Ja, zu züchten, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, hier haben sie versucht, mit den Artefakten neues Leben zu generieren. Oh, sogar Babys. Weg damit. Und hier war ja der Armsee-Aus. Ne, da hinten war der Armsee-Ausbruch. Und ein Wurstmann, der John. Moin, John. Da hinten ist auch der Armsee. Ich würde sagen, ich lasse es mal regnen. Hat? Zwei Pfeile? War aber nicht stark. Also die anderen, da habe ich ja wer weiß wie viel reingegauen. Geh mit dem ab, ey. Eine Virginia. Schön grün. Halb verwest. Oder war hier der Armsee-Ausbruch auf dem Band? Wer weiß. Lecker, ne? Ja, grauenhafte Experimente. So kann man es nennen. Property of Megan. Megan, ich bringe dir alles zurück. Auch deine wunderschöne Zeichnung hier. Hier war der Konferenzraum hier. Das Seminarraum, sowas, ne? Hier ist auch irgendwo ein Wasserkasten. Da ist ein Kopf drin. Und wenn man daraus trinkt, dann kriegt man auch eine Trophäe. Was ich meine immer. Weil da so ein Prospekt liegt, das könnte man sammeln. Ja, das war irgendwas mit der DNA. Hier ein riesen Kaffeefleck drauf. Gönnen wir uns mal einen Kaffee. Ein bisschen essen. Die wurden auch lang nicht mehr gegossen.
Oh, schön. Das finde ich übrigens an eins der coolsten Szenen, dass ich hier so einen Wissenschaftler aufgehangen habe. Weil das zeigt doch die pure Verzweiflung von denen, was sie doch gemacht haben. Ein Bild des Artefakts. Ach, hier kam ich ja her, ne? Genau, hier rüber. Jo. Und dadurch kann man nicht, ne? Ja. Erstmal alles abgesucht, weil ich suche eigentlich diesen Wasserkanister mit dem Kopf drin. Unter anderem suche ich den, ne? Kann man hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Dann gucke ich erstmal, ob man hier rein gehen kann. Nein. Das geht nicht. Wäre cool, dann würde ich mit dem Kittel nehmen und damit rumrennen. Megan hat ein Dino gemalt. Schön für die Megan. Und ich höre richtig flatschen. Das sind mir Babys. Moin, Babys! Böses Baby. Ja, hier sind die Brühkästen. Hier hat man sie alle reingetan. Alle reingestopft. Aber hier ist auch nirgendwo ein Wasserkasten mit dem Kopf dran. Also weiter. Ach, da hinten muss ich lang. Mach ich denn hier für einen Blödsinn? Hier ist das Artefakt. Kann doch nicht sein, hier muss das doch irgendwo liegen. Das ist auf jeden Fall der rote Mann. Kassette mit dem zwei Artefakte werden geöffnet. Daddy is dead. So dankt es die gute Megan ihren Vater, ne? Hier noch einmal Farbe, hier noch einmal Farbe. Aber weil nirgendwo der Second Artefakt. Der Kopf. Ich gehe einmal nochmal nach hier. Aber hier hatte ich eigentlich alles gut abgesucht, ne? Ja, dann öffnen wir mal das Ding hier, ne? So, Timmy, komm raus da. Was haben sie mit dir gemacht? Mein Sohn. Ab hier ist quasi eine reine Filmsequenz. Da kann man nichts machen. Und irgendwo ist hier immer noch ein Kannibale.
Können nämlich lachen. Und der Teil hatte ich eigentlich gar nicht zusammengesucht, dieses Spielzeug, aber. Die Hoffnung. So. Die Teile steckt man schön durch die Jeans, damit wir schön viel Widerstand haben. Genau das hat der Vater ja auch gemacht mit Megan. Nur diesen da hat Timmy da reingesteckt, ne? Ja, so ist das, ne? Steckst du nicht drin, ne? Was ist das zweite Artefakt? So, nochmal, hier waren wir ja. Wer lacht denn hier die ganze Zeit eigentlich? Wo ist der Typ? Eigentlich hier, ne? Hui. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ach, der hier. Moin. Ist schon lustig, dass er da Geld reinwirft, ne? In so einer Situation kann man das Teil ja auch kaputt machen, ne? Ist das der? Nö, hier ist kein Kopf dran. Ich dachte nicht, dass der. Dass der da durchkommt. Diese Fackel leuchtet mal heller, mal weniger heller. Oh, Medizin. Und Clothes. Aber ich suche halt den Getränkespender mit dem Kopf drin. Da ist einer. Mit dem Kopf drin. Nein. Wenn ich ihn nicht finde, ist jetzt auch nicht schlimm. Heute Abend oder morgen zocke ich eh nochmal mit dem Kumpel. Und zufällig sind wir an derselben Stelle. Also bis dahin kann ich dann ohne weiteres nochmal heraussuchen, wo der genau ist. Und dann hole ich mir eben das Achievement mit ihm. Und dann geht's ab zu Megan. So, Megan. Einmal eine Runde gepennt. Oh, jetzt hat er Hunger. Oh. Ah ja, jetzt werden wir auch nicht mehr verhungern. Ziehen wir mal die Mutantenrüstung an. Dann, was kann ich noch machen? Nix. Sonst nix. Dann ab geht's. Megan. Zeig dein wahres Gesicht.
Und lass mich die vegane Trophäe erhalten. Ansonsten einfach nochmal. Aber obwohl, das hat ein bisschen lange gedauert, ne? Ich glaube, 2 Stunden. So, Megan, lass uns kämpfen. Daddy, die Zeichnung ist ja geil. Die hat so eine ekelhafte Haut, ne? Als wenn die gerade so richtig verschleimt. Also entweder habe ich das lang nicht mehr gespielt oder die haben echt die Sounddateien verbessert. So, Megan, friss Feuer. Kriegst du jetzt erstmal sämtliche Brandpfeile von mir? Doch, die haben die Sounddateien definitiv verbessert. Brennen. Der hat getroffen. Megan ist eigentlich ein ganz starker Gegner. Jo, das war vorher nicht. Also vom Sound her meine ich. Oh, die scheiß Babys aus. Yes, die Bombe, die hat gezogen. Hier, das ist für euch Babys. Wieso lebt die noch? Shit. Vielen Dank. Ist mir ganz schön aufgefallen. Danke, dass du das geschrieben hast. Endlich, jetzt ist sie tot. So, jetzt noch die Babys. Aber die Babys machen wieder wie immer am meisten Damage.
So, da haben wir die gute Megan, ne? Aber leider hat sie das nicht überlebt. Bringen wir sie mal zu Timmy und sehen weiter. Boah, krass, das ist schon Fliegen an. Manche Details, die sind mir so noch nie aufgefallen. So, dann rein mit dir, Megan. Ja, das ist leider. Da kann man nichts machen. Man braucht eben ein lebendes Objekt. Der Grund, warum Timmy überhaupt hier reingekommen ist. So, da geht es nicht mehr weiter, ne? Das war zu, man muss jetzt über die, ja, über die Höhlen hier raus. Ach shit, hier brauche ich glaube ich eine Kletteraxt, ne? Aber ich habe das bisher auch ohne geschafft, da schaffe ich das hier auch ohne. Na sicher. Also man merkt, man braucht keine Kletteraxt für Megan. Erstmal einen Snack und was zu trinken, ne? Ich denke mal, was das, was Gegner anbelangt, dürfte ich jetzt keine Probleme mehr kriegen. Und hier ist, das sind die Missionare. Die alle in dieser Form stehen geblieben sind, als das Artefakt losging. Ich mal das Teil hier aus.
Vielleicht liegt hier das Achievement. Lecker draufsetzen. Sehr bequem. Bei Gesicht und ein Kreuz im Arsch. Wer will's nicht, ne? To-Do-List aktualisiert. So, da war nichts mehr, ne? Nö. Dann hoffe ich, dass der hier noch kommt. Hier dürfte das sein. Den habe ich gesucht. Normalerweise dürfte ich jetzt auch ein Achievement bekommen. Jo, Errungenschaft freigeschaltet. Groß. Groß heißt die Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob man es gerade sehen konnte. Auf jeden Fall hier so ein Kopf trinken und wenn man daraus trinkt, dann. Wieso trinkt er das so ohne Probleme? Ist er krank? Nö. Normalerweise müsste der sich dann ekeln. Wie wenn er ein Pilz isst, der giftig ist oder nicht schmeckt. Geht's nach oben. Sieht ja irgendwie cool aus, ne? Die Hände, die roten Hände und dann der Anzug. Ja, welches Ende nehme ich überhaupt? Ich nehme das Ende, wo Timmy überlebt. Denn ich habe auf YouTube gesehen, dass der Typ dadurch auch das Achievement erhalten hat. Wohlgemerkt, man hat nicht versehentlich irgendwas getötet. Ne? Und das ist ja so cool gemacht, ne? Thomas, Kevin, Sally. 9 und 7. Emergency Shutdown. Das ist das zweite Ende und hier ist das erste. Wir holen uns Timmy wieder. Activate. Ja, und das erklärt, warum man oder wie man überhaupt auf diese Insel gekommen ist. Ein Jahr später. Mein Name.
next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescued, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay? Alle schreien direkt und geraten in Panik. Ich meine, ich würde erstmal denken, der Junge kriegt einen epileptischen Anfall, ne? Yes, Errungenschaft freigeschaltet. Survive the Forest? Aber das ist doch ein anderer. Ich glaube, das war nicht das Achievement, was ich eigentlich haben wollte. Ja, und das ist Timmy, ne? Also aufräumen hat er nie gelernt. Ist das The Forest 2 da vorne? Die Insel, die man in The Forest 2 sehen? Weil der hatte ja da so eine grüne Insel da. Das sah man ja gerade. Vielleicht ist das ja wirklich die man jetzt in The Forest 2 kennenlernen, ne? Die ich mich schon sehr freue. Und vegan, freigeschaltet. Yes, geschafft. Also man sah das jetzt nicht im Stream, aber das kam da unten gerade. Ja, und das sind die Bilder, die ich wahrscheinlich eingesammelt habe. Fällt ganz schön die Sonne durch bei mir. Aber super. Freut mich, dass das geklappt hat. Bis auf den Spielzaun, leider. Naja, da brauchen wir uns jetzt nicht anzugucken. Weg. Kannst du dich weggucken? Geht leider wirklich nicht. Ich drücke hier gerade alles, was geht. Ich kann das nicht skippen. Naja.
Auf jeden Fall, die Story, die hat man ja schon angepasst. Zumindest, also das habe ich so gar nicht mehr mitbekommen. Auf der anderen Seite ist das ja so, dass man eine Frau ist. Da ist diese Story eigentlich nur sekundär, ne? Man will die irgendwie zocken, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass man eher sich auf den Survival-Teil konzentriert. Weil die Story, wenn man die einmal gespielt hat, dann macht man sie ja eigentlich in der Regel nicht nochmal. Ne? Ja, was mache ich denn jetzt? Guck mal. Auf jeden Fall das, was ich machen wollte, habe ich jetzt erreicht mit den Achievements. Also der vegane Achievement ist jetzt damit erreicht. Und dann kam einmal Survive the Forest. Das weiß ich gar nicht, was ist. Das kam jetzt nur zufällig, habe ich den freigeschaltet, war jetzt nicht von mir erdacht. Und das mit dem aus dem Wassereimer trinken, wo der Kopf drin ist. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Kann ich an der Stelle ja auch den Stream beenden. Ja, wie gesagt, entweder heute Abend oder morgen Abend zeige ich nochmal was mit meinem Kumpel. Zufällig auch. Story zu Ende. Und dann geht's auch weiter. Alles klar, dann vielen Dank und macht's gut.